Sommerke, heute gab es diesen ganz speziellen Fall, da hat ein junger Mann etwas gepostet, was ihm zwar im Nachhinein leid tut, aber da ging es um Blut, um ein Schwert, hat auch gleichzeitig auch so ein Foto von einem Schwert gepostet. Die Frage ist jetzt, was darf ich im Internet, in sozialen Netzwerken posten, was nicht, wo liegen die Gefahren? Generell gilt, ich darf immer im sozialen Netzwerk meine Meinung äußern. Es gibt die freie Meinungsäußerung in Deutschland. Allerdings dort, wo die Meinung in eine Schmähkritik übergeht oder in eine Beleidigung, da hört der Spaß auf. Und da muss ich vorsichtig sein, denn ansonsten drohen mir strafrechtliche und zivilrechtliche Konsequenzen. Wie reicht man das schon? Aber ich frage nochmal. Ja. Super. Ja, Sie haben es gerade angesprochen. Könnte es besonders große Probleme geben, wenn ich was poste? Besonders große Probleme gibt es im Arbeitsverhältnis, denn das Bedürfnis, über den Arbeitgeber zu lästern, ist bei vielen Menschen, gerade auf Facebook, sehr, sehr groß. Und da haben wir jetzt fast täglich neue Urteile der Arbeitsgerichte. Und die sagen, Facebook ist nicht anonym, Facebook ist auch nicht privat, sondern öffentlich. Und das kann zu einer fristlosen Kündigung führen. Möchte ich nochmal ganz blöd nachfragen. Ich kann doch auch auf die Straße gehen, mich mit einem Kumpel unterhalten und sagen, Mensch, das ist ja ein blöd Pussy. Warum darf ich es dann nicht posten? Das ist doch, wo liegt der Unterschied? Es gibt einen Riesenunterschied, ob ich über jemanden lästere zusammen mit meinem Kumpel oder bei Facebook. Denn bei Facebook, das sagen die Gerichte eindeutig, ist alles öffentlich. Auch wenn ich nur 70 Freunde habe, das zählt schon als Öffentlichkeit. Und das kann mir zum Verhängnis werden, wenn derjenige, dem das Posting nicht gefällt, mich anzeigt. Dann kann eben eine Strafanzeige drohen und eine Verurteilung drohen und auch zivilrechtliche Schadenersatzforderungen. Gehe ich ja noch einen Ticken kürzer und mit sozialen Netzwerken. Das war mehr Kultur, das war, was ich auf Facebook gesagt habe. Also wo liegt der Unterschied? Ich könnte doch auf die Straße gehen, mit einem Freund über irgendjemanden lästern, und warum darf ich nicht in sozialen Netzwerken posten? Der große Unterschied liegt darin, oder? Ich könnte natürlich auch auf die Straße gehen und mit meinem Freund lästern, aber es gibt einen fundamentalen Unterschied, denn wenn ich mit dem Freund über jemanden lästere, dann ist das privat und gerade nicht öffentlich. Die Gerichte sagen aber, dass Äußerungen in den sozialen Netzwerken, auch wenn ich nur 70, 80 Freunde habe, schon als Öffentlichkeit gelten, und da muss ich vorsichtig sein, da sind Beleidigungen und unwahre Tatsachen verboten. Welche Strafen können mich erwarten? Zunächst einmal drohen Schadenersatzforderungen. Wenn man hier eine schwere Beleidigung im Raum hat, dann könnten 1.000 bis 2.000 Euro im Raum stehen. Und darüber hinaus kann es auch strafrechtliche Konsequenzen haben, die bis zur Bewährungsstrafe führen können, je nachdem, wie schwer die Beleidigung oder die Schmähkritik hier ist. Eine letzte Frage, finde ich gerade ganz interessant. Jetzt bin ich Opfer eines solchen Posts. Was kann ich denn machen? Was kann ich tun? Als Opfer habe ich zwei Möglichkeiten. Zunächst einmal kann ich natürlich gegen den eigentlichen Poster vorgehen, falls er mir bekannt ist. Da bietet das Recht die vollen Möglichkeiten. Oft sind diese Poster aber anonym. Und dann muss ich gegen die soziale Netzwerkplattform selbst vorgehen, denn auch die ist zum Löschen verpflichtet, nachdem sie Kenntnis hat von solchen rechtsverletzenden Inhalten. Schön, prima.